Hi Leute und willkommen zu einem kurzen Infovideo, wo ihr im Dungeon in den Nomadenanhöhen und im Ödland-Dungeon die Handwerksrezepte, Blöcke und Artefakte findet und was ihr dafür braucht. Um in die Dungeons zu kommen, müsst ihr beim Sammler die Schlüssel herstellen. Für den Dungeon in den Nomadenanhöhen brauchen wir den Nomadenanhöhen-Knochenschlüssel. Zu finden ist der Dungeon hier, schräg links oben neben der Nomadenanhöhen-Warte. In diesem Dungeon finden wir Folgendes: den Ektoplasma-Block, den Gruftthron, das Handwerksrezept und drei verschiedene Urnenartefakte. Der Ektoplasma-Block befindet sich direkt in der ersten großen Halle in einer goldenen Truhe auf dieser Säule. Das Handwerksrezept finden wir ebenfalls in einem großen Raum auf einer Anhöhe. Das erste Artefakt finden wir nach dem ersten Speicherpunkt. Ich zeige euch hier mal den Weg. Und da seid ihr auch schon, hier findet ihr die unheilvolle goldene Urne. Wir gehen weiter zum zweiten Artefakt, das befindet sich auf der zweiten unteren Ebene des, ich nenne es jetzt mal Lochs. Hier haben wir die mit Juwelen besetzte goldene Urne. Und auch der letzte Standort ist nicht weit weg, springt hierfür einfach in die große Halle und landet an diesem Punkt. Macht euch den Weg frei und findet hier die beschriftete goldene Urne. Es gibt im Dungeon auch noch weitere Urnenverstecke, aber diese drei hier liegen ziemlich nah beieinander und ihr müsst nicht komplett durch den Dungeon, sollten euch nur die Artefakte fehlen. Denkt aber auch immer dran, die Augen nach goldenen Truhen oder Särgen aufzuhalten. Weiter geht's mit dem Dungeon im Ödland. Dieser befindet sich schräg rechts oben von der Ödlandwarte. Um den Dungeon betreten zu können, braucht ihr auch hierfür wieder den richtigen Schlüssel. Nehmt auf jeden Fall etwas mit dem ihr schießen könnt. Mehr dazu später. In diesem Dungeon finden wir drei verschiedene Folianten und die Gruftbuchstütze plus vier weitere Rezepte als Handwerksrezept. Wir beginnen hier mit den Folianten. Sobald ihr den ersten Raum mit dem roten Boden erreicht, fliegt hier herunter und geht den folgenden Weg. Angekommen findet ihr den Folianten der Qualen. Den zweiten Folianten findet ihr nach der Flugpassage auf der ersten Plattform. Folgt meinem Weg und findet hier den gebundenen Foliant. Der letzte Foliant befindet sich auch in unmittelbarer Nähe, zerstört hierzu einfach die Vasen und folgt der Treppe nach unten, macht euch den Weg frei und schon findet ihr den mysteriösen Foliant. Kämpft euch nun weiter frei, bis ihr in dieser Halle steht und nutzt dann euren Bogen oder ähnliches, um auf diesen Knopf zu schießen. Folgt nun dem Weg weiter die Treppen hoch und kämpft euch erneut durch. Zieht euch nach der Hangelpassage hier hoch und geht weiter nach oben, bis ihr diese Tür seht. Einmal hindurchgegangen und ihr findet das Handwerksrezept für die Gruftbuchstütze und vier weitere. Ja, und fertig sind wir auch schon mit den beiden Dungeons. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mögt, und in diesem Sinne einen schönen Abend.